Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Mit der nächsten Schatzkiste. Die wir noch von den Schatzkarten des Himmels haben. Jetzt müssen wir natürlich komplett bis nach ganz da. Komm. Oh, Mist, vorbeigeschossen. Na, ich brauch die. Ich lass das Finale, okay? Lass das Finale weg. Wir holen uns die Schatzkiste. Weil ich will den Untergrund jetzt abschließen. Ursprungsgewand. Yeah! Was stand da? Es soll sein Lieblingsgewand gewesen sein. Ursprungsgewand. Ursprungsgewand? Erwachens, Link's Awakening, genau, ja. Die haben wir komplett. Die Breath of the Wild haben wir noch nicht komplett. Ursprung. Was war das denn nochmal? Ursprung, ich weiß es leider nicht. Zeitmütze, klar. Ocarina of Time. Die Windmütze. Ja, klar, Wind Waker. Schattenmütze ist Twilight Princess. Himmelsgewand ist Skyward Sword. Aber was war Ursprungsgewand nochmal? Ich weiß es leider nicht. Ah, ich komme jetzt zumindest nicht drauf. Ich habe gut geparkt auf jeden Fall. Ja, moin, ey. So, bitte fall richtig hin. Danke. Wir müssen nämlich noch geradeaus, weil... Da ist noch eine Pflänzchen. Da müssen wir aber natürlich wieder ganz nach oben. Natürlich. Schieß den mal immer weiter nach oben, damit ich weiß, wo denn der Berg zu finden ist. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo die Pflanze sein muss. Aber die wird ja nicht da oben sein. Ja, wow. Das hat mich... gebracht. Ah, da oben ist er. Okay, ja, da können wir ja noch hinkrabben. Alles ja nicht das Problem. Oh. Vielleicht ist es doch ein Problem, weil das hier sehr hoch ist. Vielleicht sollte ich lieber da lang gehen. Oh, ich hab da gerade den Bock drauf. Mann, ey. Ich baue mir jetzt hier so ein scheiß Fahrzeug und dann ist gut, ey. Ich habe keinen Bock, da 300 Jahre zu kraxeln. So. Verzieh dich, Mistvieh. So. Flieg mich da hoch. Wer kann denn erahnen, dass
genau über mir auf einmal dieser komische Überhang ist. Nein, das wird. Itzose. So, kleines Fleckchen Licht wieder dazu gewonnen. Nice. Die können wir löschen und dann können wir ja durch diesen Tunnel hier. Why not? Was ist das denn für ein Geräusch? Ach, die Mini-Viecher da. Ja. Die Mini-Viechers. So, da hinten ist irgendwo was. Bubinga-Hain! Was ist denn Bubinga? Was ist das? Das ist ja eine Festung. Och nee, ist das wieder eine Arena? Es ist eine Arena. Ja, safe. Abgelegene Arena. Ist doch gar nichts. Ich würde mal gerne auch das neue Gewand wieder anziehen. Exalver Schild. Ah ja, ja, eigentlich können wir die benutzen, ne? Ach, meine Dödels. Wie viele? Zeit für Bombenregen. Da habe ich diesen Bogen. Hi. Wuhu. Schlag zu! So. Abgelegene Arena besiegt. So
ich bin mal gespannt, was wir hier bekommen. Es ist... Trafius-Mütze! Diese Mütze eines fahrenden Händlers, dessen Armband den Träger zum Bild macht, beschleunigt seitliches Klettern. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Seitliches Klettern. Trafius-Hasenmütze einfach. Ist das... Ist das der aus OOT? Nee. Aus Majora's Mask? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe halt auch nicht so viele Zeldas leider gespielt. Muss man halt ehrlich sagen. Ne? Das ist halt... Aber wie gesagt, wir wollen da ja noch einiges nachholen. Aber das dauert. Wir haben so viel Zelda hintereinander gespielt. So, nehmen wir Crystal. Danke. Und lol, 420. Liga-Bauplan. Es ist eine Streufalle. Warum kann der eigentlich fliegen und schießen gleichzeitig? Die Liga sind schon Cheater, ne? So, einmal in die Richtung. Ach, der lässt es einfach los. Lol. Wenn ich hier mit dem Bogen anfange, dann fliegt der Link aber ganz schnell runter. Zur grünen Markierung müssen wir also dahin. Da unten ist noch so ein Gamma-Konstrukt wahrscheinlich. Einfach immer wieder wegschieße. Er hat es aber auch nicht anders verdient. Achso, ich habe übrigens meine Rüstung wieder nicht an. Wir sind schon bald da. Ach, da unten ist es schon. Okay. Oh, ich habe sogar fast getroffen. Der hat irgendwelche Probleme da unten auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen an Höhe verlieren. Hallo, hallo! Och, der hat wieder keinen Bogen ausgerüstet. Open. Flomp. Ist aber lächerlich, wie schwach die sind. Naja, also einmal so ein Bömmchen, dann ist schon gut. Aber okay, die haben auch keine große Rüstung, ne? Muss man ja auch sagen. Ich meine, wir haben die Rüstung ja schon. Wir sind ja schon Giga-Offizier. Das ist auch schon witzig. Panzerwagen.
Oh, Panzerwagen, Panzerwagen. Oh, Panzerwagen. Na? Er kennt es. Panzerwagen, Panzerwagen. Panzerwagen, nein, Panzerwagen, nein. Bam. Panzerwagen, ja, Panzerwagen, ja. Na? Wer kennt es? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich lese Kommentare, ne? Also, meistens antworte ich dann auch. Nur, wenn es halt, ja. Also, es gibt Arten von Kommentaren, wo ich nicht antworte. Weil ich mir dann einfach so denke, was? Oder die einfach, ja, so nichtssagend sind, wo du einfach nicht weißt, was du da darauf antworten sollst. Wenn sowas kommt wie, yo, dein Bild ist zu dunkel, oder, pass mal auf, du hast da was vergessen oder so, da sage ich immer, yo, danke für den Hinweis, ne? Zum Glück bin ich denn jetzt gelandet. Was ist denn das hier? Wie bin ich denn hier reingekommen? Wie bin ich denn hier gelandet? Ja, oder irgendwie sowas, ne? So nützliche Kommentare, da antworte ich auch immer drauf. Ha? Oder wenn jemand sagt, yo, Video ist cool, da antworte ich auch immer drauf. Leute, hier ist noch mal so eine Mine. Als ob. Das ist eine Hatschen-Mine. Das heißt, hier kriegen wir wieder ein Dingsbums, ne? Oh. Bauplatte oder wie das heißt. Und natürlich sogar. Aktiviere dich. So. Der gibt mir wieder die Steinplatte. So. Was bekommen wir denn? Es ist die Brücke. Alter, aus 6 Dingern. Das ist geil eigentlich tatsächlich. Früher hätte ich sowas öfters gebrauchen können. Mittlerweile brauche ich es leider nicht mehr. Aber cool. Trotzdem, nice. Nehme ich. So, er. Bei ihm kaufen wir noch die für die letzten großen Sonaniums-Dinger die letzten Sachen ein. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Minen gibt. Ich dachte so, oh, so, es gibt so 2, 3 oder so. Schade, dann zielt genau ein großes Uranium, aber naja. Naja. Aber nochmal zu den Kommentaren zurückzukommen, ne? Es gibt halt wirklich so manchmal Kommentare, da weißt du einfach nicht. Das soll der, will der dir jetzt helfen oder will er dich komplett verarschen? Einfach nur. Meistens ist es halt wirklich so, dass sie dir helfen wollen oder einen Hinweis geben. Und da bin ich auch echt dankbar drum, ne? Sowas soll ja auch so sein. Oder Kritik, ne? Bildschirm ist zu dunkel. Da sage ich dann, ist meine Antwort eigentlich immer so, ja, YouTube verdunkelt halt die Videos. Dunkle Szenen bei YouTube sind viel dunkler als im normalen Video eigentlich. Oder als das eigentliche Video. Das ist halt so. Kann man nichts machen, das ist halt von YouTube so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit der Qualität sowieso ist. Weil wir ja jetzt WQHD haben. Beziehungsweise permanent WQHD. Warum habe ich diese Kiste denn nicht geholt? Beziehungsweise den Schatz da hinten. Den holen wir später nach. Ich will jetzt eigentlich zur roten Markierung rüberfliegen. Weil,
Ich will danach hier runter. Jetzt keinen Bock, da jetzt nochmal umzudrehen. Vor allem da oben ist ja ein Schrein in der Nähe oder eine Wurzel. Das ist ja dann gar kein Problem. So. Genau. Rote Markierung. Also wie gesagt, ne? Schreibt ruhig Kommentare. Und ich versuche es eigentlich so hinzukommen, dass es wirklich immer anfängt. Es ist selten mal, dass ich mal nicht. Ich dachte doch schon gerade, hier ist doch auch eine Mine. Ach, hier gibt's keinen Schatz. Hier gibt's aber 20 Sonarienkristalle, ne? Oder? Genau. So, einmal zurück wieder. Ah, das sieht immer nur lustig aus. Und Elgato-Technik kann ich auch noch was verbessern tatsächlich. Also, da könnte ich die stärkere Version natürlich nochmal holen. Habe ich jetzt aber bisher noch nicht geplant, weil ich immer noch denke, es gibt wichtigere Upgrades, die besser sind. Wie zum Beispiel, dass wirklich jetzt die Grafikqualität einfach Ultra 1 Sahne ist. Ultra 1 Sahne? Ultra 1 Sahne. Ultra 1 Sahne, ja. Hashtag Ultra 1 Sahne. Könnt ihr das bitte überall hinschreiben? Hashtag Ultra 1 Sahne. Senkrecht. Ach so, ja, okay. Ein Senkrechtstarter. Blaue Markierung, ne? Und danach irgendwie so hier rüber. Das ist so der Plan. Der Plan. So ist es geplant. Oh mein Gott, Pilz! Es ist noch da. Es lebt noch. Wenn jetzt 5 Bäume hier auftauchen, ne? Dann geh ich nach Hause einfach. So, geht er drauf? Nein, Baum! Nein, Stein! Nein, anderer Baum! Pilze! Hilfe! Ah! War nicht übertrieben, das Pilz! Man sieht den auch nur so ultra mini, ey. So, wo fliege ich zuerst hin? Zu der blauen? Am besten. Weil die blaue ist natürlich. Oh, hier ist. Boah. Oh Gott. Alter, da war ein riesiger Felsvorsprung vor uns. Ich hab's nur im letzten Moment gesehen, ey. Holy shit. Ey, durch diese Dunkelheit ist das so crazy. Ich finde das voll geil. Ultimap. Ultimap. Mach mal Licht die Map. Licht die auf die Map. Sehr gut. Ach, hier ist schon wieder eine Mine? Alter, wie viele Minen es gibt. Wir sind Hermine.
So, hier vorne ist direkt so ein Minendingsbums. Was ist das da? Das sieht eigentlich aus wie ein Jägerlager, aber es ist eigentlich keins, ne? Das ist keins. Naja, boah, ich muss eigentlich noch in dieses komische Horn da reinfliegen, ne? So, da ist die nächste Pflanz. Und da ist der nächste Schatz. Okay. Das Kita-Tal, das können wir auch noch schnell mitnehmen. Das sind einfach 20 Sonanium-Dinger wieder. Genau. Sonanium lasse ich liegen. Oh Gott, hier ist wieder eine Riesenwand. Wo sind wir eigentlich da? Wir probieren noch zum Horn zu kommen. Ja, also probieren geht über Studieren. Aber ja, hier ist tatsächlich wieder Angelstättenmine, okay. Hallo? Hallo? So, was hast du für mich zum Bilden? Welche Steinplatte bekomme ich? Hm, was ist es? Doppelballongleiter. Aha, ja, toll. Ja, toll. Ich weiß, was damit gemeint ist, mit Ballon und Gleiter. Weil du kannst das Ding steuern, indem du dich vorne auf die Spitze stellen würdest. Ja, du stellst dich nach vorne und nach hinten. Und damit kannst du das Ding halt ein bisschen lenken. Okay. So, ihn aktivieren wir auch. Dann kann er arbeiten. Autosierung erfolgreich. So. Dann holen wir uns noch die... Hä? Hä? Was war das denn? Diese... Der hat sich einfach nach vorne umgedreht und ist umgefallen. Ey, dieses Spiel ist so... seltsam buggy einfach auf irgendeine Art. Das ist so weird. Nehme ich mal mit. Oh, das wird nicht gut gehen. Gut. Das Ding haben wir. Ich gehe noch zur Pflänzchen. Nur sehe ich leider nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo diese Pflanze sein soll. Okay, da oben wird sie nicht sein. Ah! Aua. Tschüss, Fahrzeug. Ah, bist ja gut gelandet. Boah, der ist sogar gerade gelandet. Memphis? Was? Memphis? Memphis. 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 Was ist das? Das sieht interessant aus. Ach, da ist auch der nächste Schatz. Gut. Ja, wir fliegen noch zum Horn. Wo ist es? Da. Wir fliegen noch zum Irren. Und dann kann ich nämlich vom Horn aus zurückfliegen. Offscreen. Ich frage mich jetzt nur, wo man zum Horn reinkommt. Ah, hier oben lang. Okay, ja, ja. Verstehe. Okay, da hinten ist wieder ein Gamma-Blockkonstrukt. Woran erkennt man eigentlich von außen, dass es Gamma, Beta oder Alpha ist? Delta gibt es ja leider nicht.
Finde ich extrem schade. Delta-Blockkonstrukt. Ich kann ihm so eine Bombe in die. Als ob der den komplett aus dem Leben geschossen hat. Ich frage mich nur. Ich sehe nichts. Ah, doch, ein bisschen sehe ich. Ah, jetzt hat mich das geile Blockkonstrukt erfasst. Geil. So, was ist das? Glacia Berg? Ach so, du müsstest dir eigentlich da ein Boot bauen. Ja, gut. Passt auch so. Er hat voll daneben geschossen. Mal gucken, was drin ist. Es ist die Windhose. Yay! Damit haben wir das Wind Waker komplett. Finde ich gut. Und ich finde es gut, dass wir jetzt die Folge beenden. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, haut rein und tschüss.